War das nicht so, dass man ihn tagelang gesucht hat? Sein ganzer Körper war über und über mit Ameisen bedeckt. Man konnte ihn gar nicht mehr sehen. Und die Ameisen, die werden richtig groß hier in der Gegend. So, Bernd, oder? Wie kam es denn damals dazu, Anna? Was soll denn das jetzt? Kannst du das bitte lassen? Könntest du ihn gut. Wen? Na, den Freund von euch. Nee, eigentlich nicht. Das war auch nicht mein Freund. Hey, ich dachte... Heiko war das größte Arschloch von allen und er hat immer alle gehänselt, immer und immer wieder. Und dann hat er sich an Bernd rangemacht und plötzlich war schwul sein in Mode und ich wollte Bernd einfach nur beschützen. Was? Beschützen? Wie denn? Wie? Bernd war mein Freund schließlich. Also das heißt, du kanntest Heiko doch? Ja, ich kannte ihn flüchtig. Können wir dieses Kreuzverhör jetzt beenden? Bernd, wie war das eigentlich im Osten, wenn man schwul war? Also, öffentlich meine ich. Marc, es reicht. Wir gehen jetzt und du musst darauf gar nicht antworten. Was willst denn du von mir? Du kanntest Heiko immerhin so gut, dass du ihn geoutet hast. Vor dem ganzen Dorf und vor seinen Mitschülern. Und dann? Marc! Das musst du dir nicht an. Nee, lass mal. Und du, Stefan? Hast du schon mal einen Mann geküsst? Finger weg von meinem Freund. Noch mache ich ja gar nichts. Ist eine Konfrontationstherapie. Lass mich los!